Das Ende vom Anfang. Ein Neustart sollte es für Werder werden in der zweiten Liga. Doch der Rücktritt von Trainer Anfang ist ein weiterer Imageschaden. Seine Erklärung vom Morgen. Ich habe aufgrund der inzwischen extrem belastenden Lage für den Verein, die Mannschaft, meine Familie und auch mich selbst entschieden, dass ich meine Aufgabe als Cheftrainer von Werder Bremen mit sofortiger Wirkung beende. Damit zieht der Trainer Konsequenzen aus dem Vorwurf, er habe seinen Impfausweis gefälscht. Das Bremer Gesundheitsamt hat Strafanzeige gestellt, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Gesetzgeber sieht hierfür einen Strafrahmen vor, der fängt an bei einer Geldstrafe und kann bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe gehen. Gestern Abend hatte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Daraufhin händigte Markus Anfang seinen Impfausweis aus. Daran sollen Impfdaten unstimmig gewesen sein. Es wird sich jetzt herausstellen, ob das der Fall war oder nicht. Die Indizienlage, wie gesagt, geht in diese Richtung, aber man muss eben das Ermittlungsverfahren abwarten. Für die Vorbildfunktion des Profifußballs wäre ein Trainer als Impfbetrüger ein Desaster.